Kurzem stand der Besuch in einem Kinderhospital. Patrick Lindner weiß natürlich, was in dem Krankenhaus fehlt und worüber sich die Kinder freuen, denn inzwischen hat er selbst einen kleinen Jungen aus St. Petersburg adoptiert. Bis unters Kinn beladen mit Niki, Kuscheltieren und Süßigkeiten besuchen Patrick Lindner und sein Freund Michael Link das Kinderhospital Nummer 15. Die Freude ist groß, trifft man doch alte Bekannte. 50 Kinder leben hier, Babys und Kinder bis zum Alter von 11, 12 Jahren. Alles Kinder, die entweder von der Miliz auf der Straße gefunden wurden oder aber kranke Waisenkinder aus Heimen. Ihnen allen ist eines gemeinsam. Sie sind krank und haben kein Zuhause. Das ist unser Roman. Er kam kurz nach seiner Geburt zu uns. Das war im Januar. Jetzt ist er schon 11 Monate hier. Seine Mutter war erst 15 und ist aus dem Krankenhaus abgehauen. Wir wissen nicht, wo sie ist, und sein Vater ist obdachlos. Deshalb kam der Junge zu uns. Und was passiert jetzt mit ihm? Jetzt kommt er bald in ein Kinderheim. Dann hoffen wir, dass alles gut wird. Patrick Lindner ist Botschafter der Deutschen Lebensbrücke, eines Vereins, der in Deutschland Geld sammelt, um unter anderem diesen Kindern zu helfen. Mindestens einmal im Jahr kommt Patrick dann ins Hospital, um nachzusehen, wofür die Spenden eingesetzt werden. Viele der Kinder hier haben Schlimmes erlebt, wurden geschlagen und missbraucht oder einfach ausgesetzt, so wie Oleg. Was genau der Junge erlebt hat, weiß keiner. Er spricht nicht darüber. Lange kauert er in der Ecke, traut sich nur zum Essen hervor. Was machst du? Machst du's nicht? Die Schwestern und Ärztinnen hier heilen nur die Krankheiten. Für die Seelen der Kinder fehlen genügend geschulte Therapeuten. Das Kinderhospital Nummer 15, für die Kinder ein Glücksfall. Hier gibt man ihnen endlich Halt und Schutz. Ich erinnere mich an einen Fall, da meldeten sich Nachbarn bei der Miliz. Sie wussten, in der Nachbarwohnung musste ein Junge sein, aber sie haben ihn nie gesehen. Die Miliz brach dann die Wohnung auf und fand tatsächlich einen Jungen an einen Heizkörper gekettet. Die Polizisten riefen dann uns. Einer unserer Ärzte hat den Jungen auf Händen raustragen müssen, denn das Kind, gerade 7 Jahre alt, wog nur noch 11 Kilo. Der Junge konnte nicht mal mehr gehen, so schwach war er. Volodya, der Junge im Rollstuhl, ist seit seiner Geburt spastisch gelähmt und kommt eigentlich aus Murmansk. Seine Mutter hoffte, in St. Petersburg könnten ihn die Ärzte heilen, und gab ihn zu Verwandten hierher. Mit dem Geld, das Patrick Lindner gesammelt hatte, konnte Volodya mehrere Male operiert werden, lernte zu sitzen und kann sich nun in einem Rollstuhl frei bewegen. Seit 6 Jahren ist das Hospital allerdings zwangsweise Volodyas Zuhause, denn während er operiert wurde, starben sowohl die Mutter als auch die Verwandten, bei denen er in St. Petersburg gewohnt hatte. Patrick will erreichen, dass der Junge, zumindest an Krücken, laufen lernt. Das Gestell, mit dem er es schaffen könnte, ist aber viel zu klein für ihn. Okay, Volodya. Das haben wir jetzt gesehen, dass das zu klein ist. Aber wir besorgen dir jetzt ein neues. Und dann musst du mir aber versprechen, dass du da auch fest übst damit. Weil das ist ganz, ganz wichtig. Ja, ich gebe mir Mühe. Seit Patrick das erste Mal im Hospital war, seit 4 Jahren, kümmert er sich besonders intensiv um den behinderten Jungen. Warst du auch sehr tapfer, muss ich sagen. Sehr tapfer. Die Besuche hier in St. Petersburg im Hospital Nummer 15 haben für Patrick Lindner eine ganz besondere Bedeutung. Nimm sie mal da in die Hand. So, jetzt siehst du. Ja. Ja, hier hat damals alles angefangen. Hier gab es also einen kleinen Jungen, den wir hier praktisch entdeckten und der also furchtbar schrie in so einem Bettchen. Und das war dann so der Auslöser, wo man also fest entschlossen war, einfach ein Kind zu adoptieren. Und durch dieses Kind kam ich aber dann in das Waisenhaus, wo Herr Daniel dann stammte. Und dort fiel dann die Entscheidung praktisch für ihn. Wenn Sie helfen möchten, dann spenden Sie für die Kinder im Hospital Nummer 15 in St. Petersburg.
überweisen Sie Ihre Spende auf das Konto der Deutschen Lebensbrücke e.V. bei der Dresdner Bank München. Bankleitzahl 700 800 00. Kontonummer 321 700 3x die 0. Die Kinder werden es Ihnen danken. Wenn Sie das Kinderhospital in St. Petersburg unterstützen wollen,